Hallo, ich bin Nadine Neumann und ich bin Beraterin für Astrologie, Kartenseher. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und heute, wie versprochen, die geistigen Rituale, die euch einfach helfen, euch selbst besser wahrzunehmen, euch mehr Selbstwert zu geben und euch selbstbewusster dadurch zu machen. Denn Selbstwertgefühl ist die Grundlage für Selbstbewusstsein. Ich weiß, ich bin etwas wert, ich kann etwas, ich habe etwas geschafft. Wichtig ist, dass ihr nett zu euch selber seid. Hört sich komisch an, vernachlässigen die meisten Menschen. Lauter Hilfsbereitschaft für andere. Ich muss noch das machen für die Mutter, den Vater. Ich muss noch das für mein Kind machen. Ich muss noch das für meinen Partner machen. Aber was müsst ihr für euch machen? Und dieses Wort muss sollte nur für euch zählen. Ihr müsst nicht für die anderen etwas machen. Dieses Wort muss hört sich sowieso sehr komisch an. Ich muss etwas tun. Ich kann für meine Familie irrsinnig viel erledigen. Und ich erledige es auch, weil ich es will und weil ich es kann. Und ich weiß, dass ich es kann, also habe ich ein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein dadurch, weil ich weiß, ich kriege das schneller hin wie die anderen. Aber ich muss es nicht tun. Das Einzige, was ich musste, war meinem Sohn beizubringen, ohne Windeln zu leben oder die Schnürsenkel zu binden, weil es für mich meine Zeit erleichtert. Also es ist doch etwas für mich, was ich für mich tun muss. Wenn ich jetzt anderen helfe, dann helfe ich anderen gerne. Und das ist diese positive Grundeinstellung. Es gibt diesen Spruch LMAA. Und wer jetzt was Schlimmes denkt, ganz, ganz ab in die Ecke, denn es heißt, lächle mehr als andere. Es ist etwas Optimismus. Es ist nicht blinde Naivität, sondern es ist Optimismus. Ich lächle mehr, also fällt es mir leichter. Schaut morgens mal in den Spiegel als Ritual für den Geist und lächelt euch an. Und zwar sind es Glückshormone, die unser Körper dann ausschüttet, wenn ihr es durchzieht, 30 Sekunden zu lächeln, dann habt ihr euren inneren Schweinehund ausgetrickst und ihr fühlt euch gleich besser. Das sind Glückshormone, die durch das Lächeln einfach ausgeschüttet werden. Also kleines Ritual, jeden Morgen 30 Sekunden lächeln, funktioniert. Und schaut euch mal um, wenn ihr einfach lächelt und sagt, lächle mehr als andere, dann funktioniert das auch. Egal, wer euch gegenübersteht und wie aggressiv dieser Mensch ist. Ihr seid in dem Moment nur ein Blitzableiter und es hat ja mit euch nichts zu tun. Lächeln, umdrehen, gehen. Dankeschön. Schönen Tag noch. War nett mit Ihnen. Ich find's toll. Es ärgert diesen Menschen maßlos und an euch prallt's ab. Diese Negativität braucht ihr nicht in eurem Leben. Ihr selber seid positiv. Ihr selber seid toll und ihr sagt Danke zu euch selber für eine Erfahrung. Dieses Dankeschön sagen zu sich selber. Es gibt Menschen, die stehen dann auf und sagen, oh mein Gott, es regnet schon wieder. Ja, Dankeschön, dass es regnet, die Natur braucht es. Natürlich keine Sinnfluten, aber ein bisschen Regen braucht die Natur. Ich stehe auf, es scheint die Sonne. Danke, dass die Sonne scheint, fühle ich mich auch gleich wieder wohler. Ich kriege Vitamin D ab. Kriegen wir sonst nicht. Aber dieses kleine Dankeschön. Ihr seht einen Schmetterling. Danke, dass ich den sehen darf. Das ist so ein kleines Glücksgefühl, was das Wort Danke auslöst. Dankbar sein für das, was um einen herum passiert. Ein ganz schwieriger Punkt als Geist, als Ritual für den Geist, ein ganz schwieriger Punkt, ist das Loslassen. Und zwar Gedanken loslassen. Dabei hilft mir persönlich meine Mappe. So komisch, wie sich das anhört. Aber wenn ich meine Zettel da reinlege, wo sie hingehören, zum Abarbeiten, habe ich sie aus dem Kopf. Und ich muss mir keine Sorgen drum machen. Ach Mensch, du müsstest das und das und das noch machen. Nein, das ist ja nicht die Zeit dafür. Dafür habe ich ja den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wann auch immer ihr euch das eingeteilt habt. Aber ich kann loslassen und ich kann die Zeit, die ich jetzt aktuell habe, kann ich genießen. Ich habe beispielsweise auch einen Stapel mit meinen ganzen Videos ausgearbeitet,
Wann mache ich die? Wie mache ich die? Ausarbeiten. Da fehlt noch was Kleines, da fehlt noch was Großes. Ich nehme mir die Zeit dafür. Und wenn ich zwischendurch eine kleine Idee dafür habe, wenn ich irgendwie einkaufen bin, dann schreibe ich die auf meinen kleinen Post-it und packe das danach in die dazugehörige Mappe, in das Fach rein. Das heißt, ich habe diese Idee nicht verloren. Ich muss mir darüber keine Gedanken mehr machen. Ich habe meinen Kopf frei für das Hier und Jetzt. Und ich kann jetzt beispielsweise die Me-Time, meine Zeit, die ich für mich brauche, in der Badewanne, auf der Couch, beim Meditieren, beim Räuchern, kann ich wirklich für mich nutzen, ohne dass ich mir tausend andere Gedanken mache. Es hilft beispielsweise, wenn ihr damit anfangt, sind es zu viele kleine Zettel. Wirklich. Da fallen einem Sorgen und Gedanken ein. Das geht alles gar nicht auf so einen Post-it-Block. Deswegen nehmt euch bitte einen großen Block und macht euch eine Sorgenliste. Ja, Sorgenliste. Hört sich negativ an, finde ich persönlich jetzt nicht negativ, sondern ich schreibe meine Sorgen auf, damit ich sie bearbeiten kann. Und nicht alle auf einmal, sondern bei mir sind es halt nur noch 5, 6 Sorgenzettel und die verteile ich mir in meine Mappe. Ich kümmere mich in der Woche an einem Tag um eine Sorge, die ich habe. Und die schreibe ich auf, lese sie mir dann durch und schreibe mir meine Lösung dazu. Warum mache ich mir da Sorgen? Weil in 99,99% der Fälle ist die Sorge komplett unbegründet. Ich habe dafür auch meine Mindsätze. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Das ist auch ein kleines Ritual für den Kopf. Meine Mindsätze. Ich kann euch ein paar Beispiele geben, was ihr selber daraus macht oder wie eure Mindsätze sind, die ihr dann immer schreibt in eurer Me-Time. Ich schreibe meine Mindsätze immer in der Me-Time. Beispiel, ich bin wertvoll und liebenswert. Ich habe Vertrauen in mich und meine eigene Stärke, dass ich alles schaffe. Ich habe Vertrauen in mich und meine eigene Stärke, dass ich meinen Schreibtisch aufgeräumt bekomme. Wie ihr diese Sätze formuliert oder diese Veränderung, die ihr jetzt gerade durchmacht, wenn ihr euch dieses Video anschaut und sagt, ich möchte dieses Selbstbewusstsein, ich möchte diesen Selbstwert haben, dass ich es hinkriege. Ich schaffe das. Ich kann das. Je genauer ihr diese Mindsätze formuliert, desto leichter tut ihr euch, das auch wirklich umzusetzen. Und wenn ihr merkt, okay, jetzt hat es mein Geist wirklich gefuttert, dann könnt ihr diesen Mindsatz weglegen oder ihr könnt ihn ersetzen. Aber es sollten nicht mehr wie 2, 3 Mindsätze auf einmal sein. Wichtig ist für mich, was ich von vielen Klienten leider höre, ja, das funktioniert schon alles ganz gut. Ich krieg das alles organisiert und gemacht. Aber dann meine Me-Time. Erstens dieses Aber dann. Me-Time sollte genauso fest geplant sein, wie dass ihr euren Schreibtisch macht oder dass ihr eure E-Mails macht. Ihr solltet eure Zeit für euch selber wirklich auch planen. Aber dann geht mir die Zeit aus. Nein. Ihr habt sie fest geplant, das ist eure Zeit. Ich höre dann solche Sätze, ja, aber dann kommt mein Mann und dann kommt mein Freund und dann ruft mich eine Freundin an. In der Me-Time solltet ihr auch euer Handy ausnehmen. Plombt euch digital komplett ab. Wenn ihr eine Serie schauen wollt, dann ist das eure Me-Time und dann ist das eure Serie und dann ist das Handy aus. Solltet ihr eure Me-Time mit eurer besten Freundin verbringen wollen, dann ist das so. Dann ist das eure beste Freundin, dann telefoniert mit ihr und es gibt euch Kraft und Energie. Mir persönlich hilft das nicht, denn ich will wirklich meine Me-Time für mich, für Meditieren haben, für ein Räucherstäbchen. Manchmal räuchere ich in der Zeit auch. Ich lasse mich da wirklich rein und ich blende alles von außen aus. Und ja, mein Sohn kam zwischendurch und meinte, Mama, Mama, Mama. Dann habe ich auch gesagt, ist Mama jetzt ein Schimpfwort geworden? Oder ist es jetzt, dass du mich wirklich akut brauchst? Und meistens hat er dann nachgedacht und gesagt, nee, jetzt gerade nicht. Und ich so, okay,
dann bitte erst in 30 Minuten. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich das harte Nein gar nicht mehr zu ihm sagen muss, sondern es reicht ein jetzt nicht. Wenn ihr jemanden habt, der es nicht versteht, dass ihr eure Me-Time haben müsst, wollt und durchzieht, dann sagt ihr entweder ganz brutal Nein oder ihr benutzt das kleine Nein und sagt jetzt nicht, halbe Stunde. Das ist wichtig, dass ihr euch dann auch selber abgrenzen könnt und sagen könnt, jetzt nicht. Ritual für den Geist ist auch noch die Chakren richten. Ob ihr jetzt mit dem Biotensor euch austestet, wie eure Chakren gerichtet werden sollen oder nicht sollen, ob ihr das selber macht mit einer Hand auf dem Kopf, einer Hand wirklich auf dem Bauchnabel und sagt, richte mich bitte so aus, wie es für mich optimal ist. Das liegt alles an euch selber. Aber euer Ritual für den Geist soll wirklich sein, ihr nutzt eure Me-Time. Ob ihr Tagebuch schreibt, was war heute alles los, was habe ich gegessen. Ob ihr genauso gut beispielsweise sagt, ich mache meine Sorgenliste oder ich mache meine Liste für nächste Woche, was ich alles zu erledigen habe, bleibt komplett euch überlassen. Aber wichtig ist, dass ihr es bewusst macht. Und das ist auch dieses, der ganze Trick an dieser Sache. Macht es euch selber bewusst. Und schon haben wir es. Selbstbewusstsein. Wir sind alle toll. Ihr seid toll. Ihr seid was wert. Ihr seid liebenswert. Ihr seid wertvoll. Und es ist wichtig, dass ihr selbst wisst, dass ihr es wert seid. Denn ihr könnt das alles. Ihr habt das alles geschafft. Schaut euch euren Schreibtisch an. Ist er noch so unordentlich, wie bevor ihr euch meine ganzen Videos angeschaut habt? Ihr habt eine Veränderung durchgemacht. Ihr habt selbst etwas geändert. Ihr habt selbst etwas von Wert für euch gemacht. Also Selbstwertgefühl. Und ihr habt es geschafft. Also Selbstbewusstsein. Und darauf will ich hinaus, Leute. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Durch kleine organisatorische Sachen ist der Berg nicht so riesig, dass ihr sagt, oh mein Gott, das schaffe ich nicht, sondern es sind kleine Stapel und die werden immer geringer. Je mehr ihr dran bleibt und wenn ihr das auch nur 2, 3 Wochen durchzieht, werdet ihr feststellen, oh mein Gott, das funktioniert ja wirklich. Aber mit eurem festen Plan und ihr vergesst euch selber nicht. Egal, ob ihr digital seid oder Pen und Paper. Oder ob ihr so seid wie ich mit der Mischung drin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenn ich euch irgendwie unterstützen kann, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail. Bis bald.